Oh, ja, okay. Hi YouTube, was geht ab? Es gibt ein schnelles Video. Ich mache eine direkte Übertragung auf YouTube mit meiner Webcam, damit ich jetzt nichts rendern brauche. Ein paar von euch haben vielleicht das Problem mit diesem Fehlercode oder auf der PlayStation 4, dass bei euch ein Fehlercode auftaucht und ihr euch halt dann einloggen könnt. Und zwar NP-37680-4. Folgendes, und zwar, ich habe jetzt rausgefunden, es gibt Wartungsarbeiten an einzelnen Servern. Dieses bedeutet, diese Server, da liegen eure Accounts drauf, wenn ihr diesen Fehler haben solltet. Das ist wirklich so, euer Account liegt immer auf einem speziellen Server. Das wechselt also nicht, sondern bleibt also auf einem Server liegen. Theoretisch, so müsst ihr euch das vorstellen, wo eure ganzen Daten hinterlegt sind, wo dann euer PlayStation dann abfragt, also sprich, sich einloggt, ein Signal schickt und dann wartet, dass die Bestätigung kommt. Also die PlayStation schickt die Anfrage und wartet dann, dass der Server eine Bestätigung schickt. Und das geht halt nicht, weil da jetzt Wartungsarbeiten sind. Ihr könnt hergehen und könnt mal aus Juxendollerei probieren, wenn ihr einen zweiten Account oder ihr habt drei Accounts, checkt die anderen Accounts mal ab. Es besteht nämlich die Möglichkeit, dass ihr euch nämlich mit denen einloggen könnt, weil die nämlich auf einem anderen Server eventuell liegen. Das ist also nicht gesagt, dass eure PlayStation, alle Accounts, die auf eurer PlayStation 4 drauf ist, dass die immer auf einem Server liegen. Das ist so, dass alles verschieden ist das. Und laut PlayStation Support wird es noch ein bisschen dauern halt. Also was ist ein bisschen, also die beeilen sich. Und wie gesagt, es sind halt Wartungsarbeiten im Moment. Tut mir leid, ich kann also leider nicht mehr Infos rausrücken. Auf jeden Fall, ihr braucht keine Angst zu haben. Ihr seid nicht die Einzigen, es sind sogar Amerikaner betroffen und so. Also ist also nicht der Rede wert. Wahrscheinlich geht morgen wieder alles. Ist zwar ärgerlich, das stimmt schon, aber... Was soll man machen? Vielleicht liegt es auch daran, dass manche vielleicht spielen können und haben vielleicht auf demselben Server ihren Account liegen, aber sie waren die ganze Zeit vielleicht online. Das kann eventuell möglich sein. Ich weiß es nicht. Ich habe vorhin eine Live-Übertragung gemacht und bin einfach rausgekickt worden, auch irgendeine Fehlermeldung gekommen. Also irgendwie ist PSN spinnt so ein bisschen rum. Okay, Leute, ich hoffe, euch hat das geholfen. Wenn ihr Fragen habt, bitte ab unters Video, okay? Ich werde sie sehr gerne beantworten. Alla, bis dann, ich bin raus. Tschüss.